wunderschön. Guten Morgen. Es ist draußen nass und grau und windig. Sau windig. Deshalb sind wir heute mal wieder hier drin. Es hat vorhin schon wieder geschüttet, geregnet, gemacht, getan. Jetzt momentan tröpfelt es gerade. Aber draußen ist so ein starker Wind, ey, da bläst es einem weg. Ich hatte die Türen offen, da hat sich ja alles rausgeweht. Da musste ich erstmal wieder alles einsammeln. Die Gardine hier, die flatterte hier im Wind draußen. Das ist hier so durchgepfiffen. Da muss ich die Türen wieder zumachen. Zumindest eine. Oh, ich sag euch, hier ist was los. Ich bin gleich gespannt, wenn wir gleich auf dem Flugplatz sind, wie es da windet, weil da haben wir ja eine schöne offene Fläche. Und wie da der Sprühregen vielleicht noch besser auf mich niederprasseln kann. Oder er sich bis dahin durch den starken Wind vielleicht sogar verzogen hat. Da lasse ich mich echt mal überraschen, wie das jetzt wird. Naja, dann werden wir mal hochtoben und werden mal die drei Fahrzeuge ruckizucki abholen. Naja, ruckizucki. Klappt ja immer nicht so bei mir. Komischerweise, dann fehlen die Fahrzeuge, dann findet man die nicht, dann stehen sie wieder woanders. Hat man erst letztens. Naja, ich weiß nicht, ob das bei mir immer nur so ist. Keine Ahnung. Wir fahren mal hoch. Tja, wie ihr seht, ein ziemlich feuchter, trauer Herbsttag. Naja, so werden die nächsten Tage wohl werden. Oder die nächste Zeit wird ja wieder sehr, sehr grau werden. Vor allem, wenn die Bäume dann auch noch sehr so komplett kahl sind. Dann sieht ja alles immer wieder so ein bisschen, naja, trostlos aus. Und eben auch nicht mehr so farbenfroh. Aber so haben wir das halt jedes Jahr. Das sind halt die Jahreszeiten. So muss das halt sein. Gut, andere sagen dazu vielleicht Klimawandel. Weil die Blätter alle braun runterfallen und die Blätter auch noch braun werden. Die wechseln von grün zu braun. Was soll uns das bloß sagen? Oh je, oh je, oh je. Leute, so viele Fragen am frühen Morgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, Leute, da habe ich noch ein paar LKWs vor mir und da drüben unsere Beladungsspuren sind alle voll. Der Renault steht da auch, wenn ich das richtig sehe. Unser Tester. Ja, na, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das hier heute so voll ist. Puh, also stehen wir mal noch ein bisschen an, bis wir raufkommen. Ja, Leute, ich bin jetzt gerade wieder auf der Ausfahrtstraße hier. Das ist mehr so ein Acker. Das ist, hier springst du hin und her. Deshalb muss ich das mal festhalten, die Kamera. Selbst mein Bund Zwiebeln ist gerade runtergefallen. Oh Mann, ey. Ja, bin jetzt mal weg. Wir haben es jetzt auch 13 Uhr durch. Diesmal waren die Fahrzeuge tiefenentladen. Ja, weil die ja wenig bewegt werden, überwiegend nur rumstehen, die Batterien ja gar nicht geladen sind ab Werk. Ne? Und folgedessen mussten wir erstmal überbrücken und aufladen, dass sie überhaupt anspringen. Das hat natürlich gedauert. Ja, aber das Gute ist, das Wetter ist schön geworden. Es hat sich jetzt aufgelockert. Die Sonne ist draußen. Es ist echt angenehm geworden. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 14 Grad. Und das geht doch gut voran. Und lasst euch bitte durch das Piepen nicht stören. Das ist ja dieser Fahrradwarner da, dieser Sensor. Irgendwie habt ihr eine Macke seit gestern. Habt ihr das ja auch schon gehört. Immer wieder piept ihr mal. Warum? Ich weiß es nicht. Der meldet jetzt immer, da ist was, da kommt wer. Ich muss mal die Seitenverkleidung von der Tür abschrauben da unten und wahrscheinlich mal die Kabel abmachen. Irgendwie muss der einen kurzen haben. Ja, also wir toben jetzt mal raus hier aus Parchim und sehen mal zu, dass wir in Richtung Dachweg kommen. Ja, und hier habt ihr mal den Rest vom Acker. Also ihr seht jetzt zwar nur diese Flickenteppiche hier, ihr könnt das Unebene gar nicht sehen. Es ist echt der Hammer. Also wenn du hier lang fliegen würdest, dann würdest du hier die Kabine danach aufräumen, beziehungsweise zu schnell kannst du hier echt nicht fahren. Die Straße hier, die ist wieder toll, aber die Landstraße da eben, die ist eine Katastrophe. Ja, und wie ihr seht, das Wetter ist echt Bombe geworden. Kein Regen mehr, es ist echt abgezogen, es war noch eine Zeit lang sehr stark dunkel, extrem windig, das ist jetzt immer noch da auf dem Gelände sowieso. Ihr seht es auch ein bisschen so an den Büschen hier, wie die ein bisschen sich bewegen. Also es weht noch ganz schön der Wind, aber die Sonne ist angenehm warm jetzt. Und ja, wir haben wenigstens keinen Regen gehabt. Das war schon mal gut. Hier haben wir immerhin Stützpunkt noch.
und hier ist noch ein VW-Händler. Und wir fahren jetzt da vorne am Ende dann nach rechts und dann ab zur Autobahn. Tja, Leute, ich bin mal kurz auf den Parkplatz gefahren, weil ihr wollt ja die Ladung sehen. Aber auch hier musst du am Tage aufpassen, weil hier unten liegt schon wieder eine Tretmine. Dass die nicht mal auf die Wiese gehen können. Aber das hatten wir schon mal. Da drüben ist das Toilettenhaus. Also unglaublich. Hier ist der LKW, da drüben ist das Toilettenhaus. Also echt, da muss man jetzt dahin hinscheißen. Ja, unglaublich, Leute. Wirklich wahr. Naja, so, die haben wir heute mal alle drei in einem Ton. Könnte man fast denken, Amazon. Nein, das wären auch wieder Camper. Die Kisten, alle den gleichen Radstand, alle die gleiche Höhe, alle die gleiche Länge und alles vier Ducatos. Ja, dieses Modell gibt es jetzt schon von 5 Herstellern. Genau dasselbe Modell. Ja, ach so, und ja, hier unten kann man mal gucken. Das sind ja die Bleche. Hier haben wir noch die Schraube drin. Und hier drüben ist sie mal komplett weg. Tschüss. Einfach mal weg. Wie sich so eine Schraube lösen kann, weiß ich auch nicht. Jedenfalls fahren wir hier in den Keller erstmal nichts mehr. Ja, und ja, nicht wundern. Das steht da seit tausenden Kilometern. Normal ist ja die Bühne auch unten, aber das fällt jetzt auch nicht raus. Und der Eimer ist nicht leer, da ist Waschwasser drin. Also nicht für mich, sondern für den Dicken hier, für Kasimir. Und da drüben, da sind die Schrauben auch schon lose. Ich war noch nicht drunter, um zu gucken, ob die Mutter noch da ist. Aber das wäre aber, glaube ich, mal interessant. Ja, mit der Höhe kommen wir auch wieder hin, weil wir das wieder schön knapp gemacht haben, dass das alles schön passt. Aber eben auch, dass, wenn er einfedert, nicht die Stoßstange in die Scheibe landet. Das wäre dann blöd. Ja, und hier haben wir dann ein klein wenig Überstand. Das ist ja nicht die Rede wert. 30 cm, völlig unwichtig. Ja, und somit sind wir jetzt dann 20 Meter. 55, 60, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, jedenfalls haben wir alles wieder schön drauf. Und die drei schmeißen wir dann morgen in Dachwig wieder runter. Ja. Tja, Leute, da drüben, wo der Lastzug gerade fährt, das ist mal die alte B5. Die läuft hier auch parallel neben der neuen A14. Ja, die läuft hier jetzt runter bis zu dem Ort, wie hieß er denn gleich? Ja, logisch, bis nach Karstädt. Und dann ist da mal zu Ende. Und da drüben haben wir, wie gesagt, die B5, die geht jetzt dann hier oben drüber lang und dann nachher unten drunter durch, hier unter der Autobahn, da vorne schon, hinter unserer Brücke geht sie dann drunter durch. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon runterfahren oder die nächste, ich glaube jetzt, die da kommt, die Abfahrt, da ist dann auch mal Schluss hier mit der A14. Also wir haben praktisch von Lüderitz, kurz vor Stendal, bis hier oben Karstädt, das liegt ja so Ludwigslust, sage ich mal, ist jetzt nächstgrößere, ist aber schon weiter weg. Dazwischen haben wir noch diesen Lückenschluss, wo sie halt noch wunderbar arbeiten dürfen, um die Autobahn mal fertig zu bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt auch gleich auf die Bundesstraße B5 und fahren dann wieder nach Perleberg und dann runter die 189 Wittenberge nach Wolmirstedt, Magdeburg und dann geht's da weiter runter. Ja, dieses, guckt euch den an, durchgezogene Linie, der kann nicht warten, weil er einen neuen Kodiak fährt, muss er hier noch wie ein Bekloppter überholen.
Ach nee, das sind so Verrückte. Das wird jetzt auch immer mehr, dass man bei durchgezogenen Linien überholt mittlerweile. Mahlzeit, Leute. Ich bin wieder in Wittenberge. Und zwar war ich gestern beim Aldi. Und beim Aldi habe ich mir gestern mal sowas hier, so eine Schokotatzen geholt. Das ist so einfaches Gebäck. Ja? Für 1,39. Soweit, so gut. Dann habe ich gestern Abend, natürlich nicht gleich nach dem Einkauf, aber gestern Abend, mal auf den Bon geschaut. Und da dachte ich, es haut mir die Füße weg. Da ist der Preis für diese Tatzen auf dem Bon nämlich folgender. Da steht er dann für Schokokränzel Tatzen 1,99. Dann bin ich also eben gerade rein. Bin erstmal nochmal zum Regal gelaufen. Habe geschaut. Oh, schau an. Da ist der Preis von 1,39. Blende ich euch mal ein. Dann bin ich mit einer Tüte. Nein, falsch. Ich bin nur zur Kasse gelaufen. Die Kassiererin kam mir gerade entgegen. Ich sage, gute Frau, hier dieses und jenes habe ich mir gestern gekauft. Das Problem liegt daran, der Preis bei euch 1,39 im Regal, 1,99 auf meinem Bon. Da sagt sie, dann gehen wir mal gucken. Da sind wir hingegangen, sagt sie Tatsache. Hat das Schild rausgenommen mit dem Preis und sagt, wir scannen mal den Barcode, der auch bei dem Preis mit drauf ist, auf dem Schild. Gut. Ich sage, wir nehmen mal eine Tüte mit und gucken mal, ob der Barcode mit dem von dem Schild übereinstimmt. Machen wir. Also, Tüte mitgenommen, Schild mitgenommen, zur Kasse gelaufen. Die Frau scannt den Barcode auf dem Schild, was immer da hinten so an dem Regal dran ist, ne, was hier da unten drin ist. Und da steht wirklich 1,39. Ihr seht es ja, ihr habt es ja gesehen. Und der Barcode sagt 1,99. Da sagt sie, oh, die haben den Preis geändert und wir haben keine neuen Schilder bekommen. Aha. Sie scannt die Tüte, 1,99. Das heißt, die haben die Tüte von 1,39 auf 1,99 angehoben. Das sind mal eben 60 Cent. Leute, das sind ja fast 50%. Bin ich bekloppt oder bin ich bekloppt? Also, jetzt mal ehrlich. Die haben mir anstandslos die 60 Cent wiedergegeben, weil es ja falsch ausgepreist war. Auch gar keine Debatte. Die haben sich auch entschuldigt. Und ich habe zu denen gesagt, tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Es ist ja nicht von euch. Aber eure oberste Riege, die in Aldi sitzen in der Zentrale, die machen das bewusst. Die machen das mit Absicht. Die lassen euch die Schilder da mit dem alten Preis und machen den Barcode und die Tüten mit dem neuen Preis. Weil sie genau wissen, der kleinste Teil der Leute, die einkaufen, gucken nämlich auf ihren Bon und vergleichen die Preise. Und somit haben sie bei 10 Kunden mal eben 6 Euro gut gemacht. So kann man Gewinne wieder schön einfahren, ohne dass du als Verbraucher das echt merkst. Unglaublich, aber wahr. Und das ist mir schon bei einigen anderen passiert. Ob das jetzt Lidl, Real, Rewe oder sonst wer ist, es passiert immer wieder mal. Und die Angestellten stehen dann vor dir und sagen, da können wir echt nichts für, tut uns leid. Das glaube ich denen, weil die sitzen genauso weit unten wie ich. Das machen alles die da oben in den Büros. Die Großen, die Unternehmer, die Manager, die mal sagen, wir brauchen mehr Kohle. Wie können wir das vom Verbraucher bekommen, ohne dass er es merkt? Na, auf diese Art und Weise. Also, lasst euch das eine Lehre sein. Schaut alle euren Bon an, wenn ihr einkaufen wart. Vergleicht die Preise und wenn was nicht stimmt, sofort melden. Und ich mache das jetzt auch immer gleich sofort. Sonst habe ich es immer gemacht, nur gestern wieder nicht. Und dann kommt wieder sowas raus. Ja, super. Aber da ich ja nun heute nochmal vorbeigekommen bin, konnte ich das wenigstens mal aufklären. So, nur wisst ihr Bescheid. Mal wieder ein Ding aus dem Leben. Super.
Einen wunderschönen guten Abend, alle zusammen. Ich stehe wieder draußen, wie man es ja sieht, an meinem schönen Licht, denn hier draußen macht es sich echt besser. Denn es regnet nicht, es ist nicht kalt, wir haben jetzt 8 Grad, irgendwie so in dem Dreh. Ja, aber wo ich stehe, das zeige ich euch morgen früh, das glaubt mir kein Mensch. Das war wieder so ein Zufallsding. Wir haben noch 16 Kilometer jetzt bis bis zum Ziel. Wir haben noch 16 Kilometer bis zum Ziel. Ja, und dann laden wir also morgen früh ab, morgen Vormittag. Und dann habe ich Feierabend gemacht, 20 Uhr noch was, irgendwie so habe ich Feierabend gemacht. Ja, dann laden wir morgen Vormittag ab und dann habe ich auch schon einen neuen Auftrag. Es geht dann nach Wiedemar. Das ist ja eine A9. Und da soll ich irgendwie eine Palette Gerüste abholen. Bin ich mal gespannt, was das wird. Da lasse ich mich mal echt überraschen. Und dann fahren wir noch nach Lommatzsch zu einem Biohof und da holen wir dann eine Scheibenegge von Lemken noch ab. Die bringen wir dann mal, ich glaube, die bringen wir auch als erstes weg. Irgendwie, ach, ich weiß nicht mehr. Geht alles jedenfalls Richtung Norden, also irgendwie MacPom hoch die Ecke. Und ja, da lasse ich mich erstmal überraschen, was das wird mit den Paletten. Da bin ich echt mal gespannt, was das werden soll. Und ich gucke gerade mal, ihr seht da hinten den Punkt. Das war ein Auto, das ist abgebogen, das kam aus dem Ort da hinten raus. Dementsprechend wisst ihr, ich stehe schon mal auf einer Straße. Mitten im Nirgendwo. Obwohl, da hinten, aber das könnt ihr nicht sehen, da hinten, da, ja, das helle Licht, das ist was anderes. Das ist noch ein Bauer. Das ist eine Landmaschine, die da arbeitet, der helle Scheinwerfer. Ich habe heute auch noch vorhin ein Case aufgenommen, wo der Bauer auch noch auf dem Feld war. Das da hinten ist aber eine Erntemaschine, die hellen LED-Scheinwerfer. Ich weiß nicht, ob die da hinten Rüben haben oder so. Oder aber ein Traktor, der auch Bodenbearbeitung macht oder Aussaat. Die sind ja jetzt schon wieder dabei, das Wintergut rauszubringen. Also die Wintersaat, die ist auch schon fast abgeschlossen, die Wintersaatausbringung, weil die muss ja noch aufgehen in diesem Jahr, bevor der Frost kommt, muss die ja noch aus dem Boden rauskommen, damit die dann auch beständig bleibt. Also sie muss ja wenigstens schon mal anwachsen. Ja, auf jeden Fall da hinten in die Richtung, da liegt dann Erfurt. Ich sehe die Lichter, ich kann es euch nicht zeigen, ist ein bisschen weit weg und dafür auch ein bisschen dunkel. Ja, das wäre es dann also heute gewesen für den Tag. Und ich kann mich ja dann nur noch verabschieden. Ach ja, jetzt ist mir das entfallen, wer das nochmal geschrieben hat. Da müsste ich nochmal, ich gucke mal nochmal schnell in den Antworten nach. Nein, in den Kommentaren. Moment. Ha, der Reinhard Hinz. Der hat heute noch geschrieben, er könne sich gut an die Deutrans-LKWs erinnern mit ihren orangenen Planen. Ja, und blauer Aufschrift. Genau. Mit der Weltkugel drauf. Ja, und LKW, Schiff und Flugzeug. Ja. Und dann hat er gesagt, die hatten auch Büssing. Nicht so wirklich. Also sie hatten F88, F89. Einige wenige Mercedes, NG. Aber sie hatten Raber. Und Raba hatte die Kabine von MAN. Also das war ein Joint Venture, ein Lizenzbau. Und jetzt, glaube ich, da hinten sind Scheinwerfer. Ich glaube, jetzt kommt ein Auto hier geblasen. Ja, zumindest fahre ich dran. Na egal. Jedenfalls haben die Raba gefahren. Genau wie Hungaro Kamion. Die haben auch Raba gefahren. Das war ja die ungarische Staatsspedition. Die waren ja, hatten grüne Plane, rote Aufschrift, wenn mich nicht alles täuscht, Hungaro Kamion. Und dann gab es ja noch, wen gab es denn noch hier aus Bulgarien? Komme ich jetzt wieder nicht drauf. Aber ich hab das im Kopf, aber ich komme gerade nicht drauf. Das hat ja dann später Willy Betz übernommen, wenn mich nicht alles täuscht, von Bulgarien, die Staatsspedition. Genau wie es die Staatsspedition Softransauto gab, Softransauto
ins Deutsche übersetzt. So, ja, da kommt das Auto angedüst. Ja, die gab es auch noch. Und naja, einige andere Geschichten. Aber ja, Deutrans hatte den Raber. Genau. Oder Roman Diesel, war auch Lizenzbau, kam auch aus Rumänien, hatte die Kabine und den Motor, wenn mich nicht täuscht, von MAN. Genau wie der Raber. Und Raber war, muss ich jetzt lügen, ungarischer Hersteller. Will ich mich nicht festlegen, vielleicht weiß das einer von euch, ob das ein Ungar war. Aber das war eine Joint-Venture-Geschichte auch. Die hatten die Kabine von MAN. Deswegen sah der eben dem Büssing, MAN Büssing, ähnlich. Ja. Und was gab es noch? Ach ja, und Tatra hatte ja auch ein Joint-Venture. Die haben es ja heute immer noch mit DAF. Früher haben sie eigene Kabinen gebaut und heute bedienen sie sich ja aus dem Baukasten von DAF. Ja. So, jetzt haben wir alles durch. Und jetzt kann ich auch sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Wir sehen uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, morgen wieder. Haudio, tschüss und weg.